Servus Leute und willkommen zurück zu Dead Island. Richtig. So, also wir waren hier ja stehen geblieben, vor dem Haus eigentlich, aber ich habe mal gedacht, ich spiele in der Offline-Session weiter und bin schon durch das ganze Haus hier gegangen. Grandiose Idee gewesen. Du wolltest nur ein bisschen aufleveln, um aufzuschließen. Was machst du? Du spielst weiter. Ja, ich muss ja irgendwie ein paar Level aufsteigen, ne? Ja, aber die Zombies leveln mit, mein Junge. Die Zombies leveln mit. Du hättest doch nicht weiterspielen brauchen. Du hättest einfach zurückgehen können in die Stadt und da ein bisschen um was schlachten können. Ja. Naja, jedenfalls war hier im Bauplan auf dem Tisch. Hast du ihn schon aufgenommen? Ja. Okay. So. Ich repariere mal gerade meine Sachen. Wenn ich das nicht stört. Naja. Ich denke, das lasse ich mal durchgehen. Okay. Finde ich sehr nett von dir. Ne? Ups. Sag dir das. So. Eine Revolver habe ich auch gefunden auf dem Weg. Irgendwo hier in der Stadt. Wo ich ja, ein bisschen aufgelevelt habe. Me too. Was für ein Level brauchst du jetzt? Ich bin 21 jetzt. Bin 23. Okay, dann geht's eigentlich noch. Und jetzt fliegen ein paar Sachen in die Luft. Boom. Und du bist tot? Ja, Mann. Das war's mir aber wert. Also ich glaube, die Schusswaffen sollte dem Mann entziehen. Ich glaube, die kannst du mir besser geben. Ich glaube, ich schieße sie gleich ab, wenn du nicht den Mund hältst. Okay. So, auf jeden Fall sollten wir dann hier irgendwie so einen Typ in einer Wasserpumpstation retten. We'll go with Frank to start the pumps. Sag mal, wie das ist lauernde Sachen? Freaks, ah yeah. You're one of the freaks, ah yeah. Oh, hier ist ein Schloss, mach mal auf, bitte. Ja. Hier ist eine Kiste. Strafenfleischermesser, das ist mein strafendes Fleischermesser. Was ist meins? Ja, klar. Alter, das ist $700 wert. Komm, klar. Da ist mein strafendes Fleischermesser. Aber ich habe jetzt auch ein bisschen geübt mit den Waffen und eigentlich bin ich doch nicht so schlecht, finde ich. Wart mal ab. Modifizieren. Was machst du denn da hinten? Der Quest geht schon lange weiter. Ja, ach, läuft der schon weiter? Ja. Ich dachte, der wartet auf uns. Nee. Oh Gott. Sind noch alle ungeduldig heutzutage. Bauplan, Haftbombe. Oh. Nice. Hey, someone has to take care of this. Geil. Du musst, glaube ich, hier hinkommen, in den Kreis. In welchen Kreis? Ich sehe keinen Kreis. Doch, hier ist ein roter Kreis. Hä? Ich sehe jetzt. Did you make up your mind? Hast du dich entschieden? Natürlich. Nein. So. Nein, wir haben uns nicht entschieden. Okay, dann nein. Absolutely not. We could really absolutely use your help. Not. Okay. Dann würde ich mal sagen, gehen wir nach Hause, ne? Ja, auf geht's, ab nach Hause. Ciao, Antonio. Tschüss, Antonio. Viel Glück, Frank. Wir sind weg hier. Did you make up your mind? So. Ich treffe jetzt hier alleine Entscheidung. Schließe 5 Hydranten. Schwierigkeitsgrad schwierig. Okay, what the hell? 4500 EP und ein Fleischköder. Yeah. There is a car in the loading area under the crane. Use it to get to the hydrants. Oh, wir können sein Auto nehmen. Einen schicken Lambo hat der. Nice, wo denn? Ja, ah nein, Frauen dürfen nicht fahren. Hat Frank er hat noch einen Quest. Frank hat noch einen Quest. Okay, dann sprich ihn an. Oder ich. Can you check Frank the dead in the pumping station and make sure none of them are dangerous? If they are, then you must send them straight to hell. Straight to hell. Säubere den Bereich der vor der Pumpstation von den lebenden Toten. Schwierigkeitsgrad 1. Das müssen wir schaffen. Das ist doch Straight to Hell, kennst du, ne? Weil er gerade Straight to Hell gesagt hat. Nein, leider kenne ich das nicht. Straight to Hell. Aber ich glaube, da können wir auch hinlaufen, die 50 hast Meter du, da. Das kennst du nicht? Hast du jemals diesen stinkenden Zombie? Guck mal einer an, wie er mieft. Hast du jemals Schuh des Manitou gesehen? Schuh des Manitou? Nee, glaub nicht. Oh, ich möchte dich jetzt schon wieder so schlagen. Oh. Schuh des Manitou? Hast du nie gesehen? Nee. Von Michael Bulli Herbig? Ach, mit Michael Bulli. Ja, einmal reingeguckt, wo es im Fernsehen kam, aber so wirklich verfolgt habe ich das nicht. Was? Nee. Wie verfolgt? Das ist ein Film. Ja, da habe ich vielleicht mal 10 Minuten reingeschaut. Oh, come on, wirklich? Langweilig. Das ist doch nicht lang. Oh, Achtung, Achtung, Selbstmörder! Selbstmörder! Mir egal, warte.
Ganz ehrlich, du bist so ein Lappen. Was denn? Du bist so ein Lappen. Wie kann man sowas nicht gucken oder kennen oder sonst irgendwas? Das ist ein Klassiker. Aber. Das ist ein Klassiker. Also, ich bitte dich. Erstmal die Kleinen hier töten. Oh, 500 EP. Da ist ein mittleres Medikit. Kannst du das mitgenommen? Ich hab, glaube ich, schon... Ich hab 4 mittlere Medikits. Ja, ist doch noch was. Hab ich alle gefunden, wo ich gelevelt hab. Ja, die sind... Oh, da ist ein Sprinter. Oh, oh! Oh Mist, direkt reinlaufen. So wie sonst auch. Es wundert mich auch nicht. Muss ich ehrlich sagen. Ja, der zieht mir an 3 Herzen ab. Herzen? Wie strong. Ja, oder was das hier ist, drei Balken. Ach, der tritt gleich in sich. Oh, Mist, ich habe keine Ausdauer mehr. Oh, der ist schon wieder tot. Den Hydranten können wir auch schließen. Ach, müssen wir die Hydranten schließen? Ja. Oder was? Ah, hast du nicht aufgepasst, oder was? Nee, absolut nicht. Oh Mann. Was soll aus dir noch werden, Jung? Jedenfalls kein Hydrantenschließer. So kein Kanalarbeiter? Fest. Schade. Ich dachte, das wäre dein Traumberuf. Ja, war es eine Zeit lang, aber jetzt nicht mehr. Soll ich dich heilen? Wieso? Habe ich keinen Lebenspunkt mehr, oder was? Nee, da steht, dass ich dich heilen kann. Achso, nee, hab ich nicht nötig. Ich hab noch 3. Bam. So schnell geht der Kopf ab. Ich hab noch, ne? Hab ich noch. Alles klar, du hast noch, ne? Ich hab noch. Und hier steht ein Auto. Oh, da sind Banditen. Runter, Kopf runter. Oh. Ja, schieß sie doch ab. Wo bist du denn? Ach, da bist du. Die sind hier in der Seitengasse. Ja, Wayne. Wie es nicht anders zu erwarten ist von Banditen. Dunkle Seitengassen, immer in der dunklen Seitengasse, immer. Hier ist ein Eigenbaumesser. Hast du die Pistolen aufgewertet, oder? Ich hab nicht genug Geld. Ich hab, warte mal, ich hab, wie viel hab ich denn? Ich hab 6.900. Ja, ich musste allein für die Reparatur schon 2.000 bezahlen. Einer Waffe wohlgemerkt, einer einzigen Waffe. Wie viel? 2000. 2000? Für eine Waffe. Okay. Ist crazy, oder? Ich kann jetzt auch diese Köpfe zerstampfen. Ist richtig nice. Ja, ja. Hm. Ja. Das kann ich. Das kannst du. Was kannst du? Das kannst du. Ich kann Köpfe zerstampfen. Du kannst Köpfe zerstampfen? Ja, ich kann Köpfe zerstampfen. Wieso kannst du Köpfe zerstampfen? Ist das nicht total gewalttätig? Ja, aber Mami hat's mir verboten. Ich mach's aber trotzdem. Ja, aber warum machst du das denn dann, wenn Mami dir das verboten hat? Weil ich ein ganz böser Junge bin. Und warum bist du das? Oh, ich bin vergiftet. Gib mir erstmal ein Heady jetzt hier. Boom. Wäre gut, wenn du den noch treffen würdest. Hab ich doch. Ah, ich bin tot. Ich hab dich geheilt. Ja. Ach, ein Selbstmörder. Warte. Mist, ist nicht gestorben. Ah, Mist, jetzt hat er mich Schreib mich da denn an. Achso. Alte Kollegen. Wer sind alte Kollegen? Du und der Zombie? Vom Clan früher. Wo ölst du rum? Was? Wer ölt wohin? Ach, du schießt auf mich. Yes! Boom. Ich soll meine ganzen Waffen hier aufheben, die ich in den Selbstmörder geschmissen habe. So.
bisschen was essen hier. Ey, du bist mir alles weg. Ja, ich habe auch keine Lebenspunkte mehr. Ich dachte, du bist auf Diät. Ja, das nehme ich nicht so genau. Okay. Oh, automatisches Gewehr. Das ist meins. Oder ja, ich glaube nicht. Ich habe keinen Inventarplatz mehr frei. Ich habe vor allem nicht die nötigen. Munition. Was? Nein, die nötige Stufe. Ich habe eine Stufe 24 Einschussgewehr im Inventar. Achso. Ne, you know what I mean. Warte einmal ganz kurz, dann kann ich das aufheben. Ich muss gerade was aus dem Inventar rausschmeißen. Dieses Zuckerrohrmesser kann weg. Du hast den Timer gestellt übrigens? Habe ich, ja. Nice. Gibt uns irgendeine Laut. Irgendein Laut? Ja. Hier eine AK. Oh, ich habe keine Munition schon mehr. Oh. Ein menschlicher Zitter, Alter. Oh. So kann's kommen. Ja, so schnell geht's. So kann's kommen. Ich habe mal wieder hier ein schönes Fass. Ah, diesmal bitte nicht in meiner Hand zerstören. Das geht gar nicht. Du musst es schon ablegen. Hier ist ein brutaler Nagelhammer. Damit kannst du richtig geil nageln. Geil, wo? Geil, wo? Schmeiß weg. Das gibt bestimmt eine schöne Explosion. Ja. Yep. Fallen lassen. Coolen Hammer. Okay, ich hab keine Munition mehr. Ah! Stacheldraht. Okay, sehr schön. Stacheldraht? Ich hab grad Stacheldraht aufgehoben. Maschendraht, Sam. Morning. Oh Mann. Boah, wirklich jetzt. Schöner Sound dazu. Bum, bum, bum. Warum haben die denn immer so viel Geld dabei? Ich weiß auch nicht, man. Das sind reiche Menschen. Das sind wahrscheinlich Juden. Die haben noch immer so viel Geld. Oh, ich bin gleich tot. Kannst du mich heilen? Kannst du mich heilen, bitte? Ich bin gleich hinüber. Ich muss aber gerade irgendwie... Der ist tot. Ja, jetzt ist er tot. I could use a hand here. Ah, der geile Fury. Nein, komm ich da hinten noch hin? Ah, Mist. Ich könnte jetzt so langsam wirklich irgendwie... Heilung gebrauchen? Yes, sir. Ja, okay. Bitteschön. Danke. Und dafür bekomme ich sogar EP, also das kann ich ruhig öfter machen. Echt? Dafür kriegst du XP? 109. Lüg mich nicht an. Ich lüg nicht. Du lügst immer. Sure. Ich schau auf Big Mac. Nee. Auf Big Mac? Auf Big Mac. Du schwörst auf Big Mac? Nicht? Von Britt? Alter, nee, Oliver Geissen oder so. Warte mal. Du kennst Judas Manitou nicht, wahrscheinlich kennst du auch nicht Traumschiff Periode 1, aber du guckst Britt. Traumschiff ist das, Traumschiff Periode 1 ist dieses... Space Taxi? Oder wie das heißt? Ja? Das ist da raus. Das kenne ich. Ja, das Space Taxi kennst du. Du bist ja ganz toll. Das kenne ich. Aber den Film kennst du nicht. Nee. Wie sag ich, bin eigentlich nicht so ein Filmgucker. Nee, du guckst lieber Brit und Berlin Tag und Nacht. Richtig, das sind ja auch die geilsten Folgen, die es überhaupt gibt. Mhm. Aber Brit habe ich auch noch nie gesehen, weil es immer kam, immer, wenn ich in der Schule war. Oh, das ist ja ärgerlich. Kannst ja aufzeichnen. Nein. Noch nie hat er Brit gesehen, das ist echt ärgerlich. Also, mich stört es eigentlich nicht. Das ist schon wieder so ein Renner. Ja, ist egal. Der wird geschockt und dann macht er nichts mehr. Siehst du? Schon ist er dir. Ich hab dich schon wieder vor allem hier gerettet. Vor allem! Auch vor der heftigen Sonneneinstrahlung, dass ich mir keinen Sonnenstich hole. Da schützt du mich auch davor. Sollte ich ein bisschen einschmieren mit Sonnencreme? Nein. Aber du bist ja schon so dunkel, du brauchst ja keine Sonnencreme mehr. Ich bin nicht dunkel. Darüber haben wir doch schon mal geredet. Ja, natürlich, guck dich doch an. Du bist voll dunkel. Ich bin Asiatin.
Die sind nicht dunkel. Naja, ich sag mal so. Die Leute in Saudi-Arabien oder so sind auch dunkel. Und es ist auch Asien. Ja, aber ich komme ja nicht aus Saudi-Arabien, ich komme aus Hongkong. Ach ja? Wo steht das? In der Charakterbeschreibung. Ganz am Anfang des Spiels. Guck dir nochmal das erste Dead Island Video an. Von vor einem Jahr. Von vor über einem Jahr, möchte ich dazu sagen. Ich glaube, es haben wir, glaube ich, frisch sogar, wo es rausgekommen ist. Jedenfalls nicht lange danach haben wir es gespielt. Das kann sein, ja. Oh, die Zeit ist abgelaufen. Gut. Ich hab's gehört. Das hat sich angehört, als wäre der Tee fertig. Warte, ich kick, ich kick noch diesen Typen von der Brücke. Bam. Ich war... Ja. Ich wollte das machen. Oh, muss jetzt weinen. Ich spring jetzt hinterher. Okay. Naja, Leute, ihr habt gehört, die Zeit ist vorbei. Boah, ist das eine siechende Sumpflake hier. Ist das eklig. Ich komme wieder raus. Und oh, bis zum nächsten Part. Da komme ich raus. Bye, bye. Tschüss. Ist das eklig.